Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Ich möchte gerne ein Tier zähmen. Der ist zwar auch wunderschön, aber leider nicht gut genug. Ich habe es auf den hier abgesehen. Denn der ist nämlich ziemlich gut. Und ich möchte es jetzt gerne mal versuchen, den da reinzubekommen. Blöderweise ist jetzt natürlich extra dieser U-Tyrannus hierher gekommen, der mich vermutlich gleich anbrüllt. Komm, 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 komm. Nein! Oh! Mann! Kannst du nicht gerade auslaufen, dummes Tier? So, dreh dich um. Lauf gerade. Und? Ich glaube, ja, ich hab ihn. Ich hab ihn eingesperrt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich ihn hier beschießen kann in aller Seelenruhe, ohne dass mir gleich wieder irgendwas in die Quere kommt. Meistens ist das ja leider so. Oh, dieser U-Tyrannus, das gefällt mir gar nicht. Also, mir gefallen die schon, sehr sogar. Aber, dass der jetzt hier steht, gefällt mir nicht. So, was hatte ich gesehen? Irgendwie so um die 36 Schuss. Wenn er, wenn das Gewehr 100% macht, meins macht er mehr als das Doppelte. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass irgendwie auf dem... Ja, natürlich. Dass auf dem Kopf besser gehen soll oder so, habe ich jetzt nicht gelesen. Hauptsache, der geht da nicht raus. Der ist ja auf einmal so hoch. Der braucht auf jeden Fall einiges an Honig. Ja, man kann ihn mit Honig ziemlich genauso effektiv zähmen wie mit Kibbeln. Der braucht angeblich 12 Honig. Die habe ich jetzt noch nicht. Die musste ich mir erst dann beschaffen. Das heißt, ich muss mindestens 3 Bienenstöcke finden. Wenn man ihn mit Honig zähmt, dauert es um die halbe Stunde und er braucht keine Narkotik. Das heißt, ja, natürlich nicht getroffen. Wieder. Ich treffe nicht mal ein eingesperrtes Tier. Ist unglaublich. Das heißt also, ich kann ihn auf jeden Fall eine halbe Stunde alleine lassen, ohne dass er aufwacht. Und ich hoffe, ohne dass er despawnt. Das wäre wirklich schade. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, bei wie viel ich bin. Kommt irgendwas? Nee, ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Was war er hier? Ich glaube, er will weg. Yes! Er liegt! Okay, cool. So, jetzt heißt es, Honig beschaffen und hoffen, dass der hier unbehelligt bleibt. So, Honig findet man ja an Bergen eigentlich so ziemlich überall. Rund um den grünen Obelisken auf jeden Fall. Es muss halt so niedrig sein, dass ich da auch rankomme. Die gibt es natürlich auch im Redwood, da hängt er an Bäumen, da komme ich natürlich nicht ran. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Hoffentlich kann ich mir das merken, hier an diesem Berg und dann an der Grenze zum Schneebiom. So, der Honig ist da. Das Tier ist da. Und der U-Tyrannus ist leider auch noch da. Ja, ihr werdet euch jetzt vielleicht wundern, wer besonders aufmerksam ist. Das Megatherium lag aber gerade anders da, ja. Natürlich, beim Honigholen. Also ich habe den Bienenstock angetatscht, ja. Und beim Antatschen des Bienenstocks, da ist auf einmal die Bienenkönigin mit allen Bienen rausgekommen. Das habe ich noch nie erlebt. Normalerweise kann man den anfassen und dann... Nein, nicht aufmachen. Kann man den anfassen und dann kriegt man Honig. Dann wird man zwar gestochen, aber es sind von keinen reellen Bienen, sondern einfach nur, weil man halt den Honig angefasst hat. So, und auf einmal kam die Bienenkönigin raus, der Bienenschwarm, hat den Vogel angegriffen, hat mich angegriffen. Ich war so gut wie tot und auf einmal stürzt das Spiel ab. Keine Ahnung warum, aber es war so. Das ist super nervig. Deswegen werde ich aus Sicherheitsgründen das Spiel jetzt auch noch einmal aus und wieder anmachen, weil jetzt habe ich das Vieh wenigstens. Ich musste den also nochmal einsperren, nochmal betäuben und deswegen liegt er jetzt anders als vorher. So, ich komme jetzt gerade wieder aus meiner Base. Ich habe mir nochmal Megatherium-Sattel gemacht. Also ich habe gleich 2 gemacht, aber nur einen mitgebracht. Ich hatte eine Blaupause in grüner Qualität. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon fertig ist. Oh, zielgerichtet. Da vorne ist mein Gebäude. Ja, wie gesagt, eine halbe Stunde dauert. Er hatte, glaube ich, der ist nicht fertig. Er hatte 3-mal gefressen, als ich weggeflogen bin. Wie sieht es hier aus? Gut sieht's aus. Gehen wir mal runter. Ziehen wir mal was Wärmeres an. Einmal das hier und... Ah, das reicht schon. Okay. Gut. Wie steht's denn um dich? Okay, er hat über die Hälfte. Das ist schön. Ich könnte mal kurz gucken. Das hier ist der Sattel, den ich hergestellt habe. Er hat 43 Rüstung anstatt die üblichen 20 oder 25. Weiß ich jetzt nicht so genau.
Ja, davon habe ich halt gleich zwei gemacht, falls wir nochmal eins finden, weil ich den, oder besser gesagt, sie auf jeden Fall erstmal nach Hause bringen möchte, bevor wir das dann angehen. Ja, soweit sieht es jetzt aus. Es bin mir nicht ganz sicher, wie viel Prozent der immer bekommt beim Fressen. Ich habe nicht so richtig aufgepasst. Ich war jetzt die ganze Zeit nochmal in der näheren Umgebung unterwegs und habe geguckt, ob ich vielleicht noch ein gutes Männchen finde. Gar nicht sehr weit von hier ist ein Männchen. Das ist nicht schlecht, aber es ist halt nicht so gut, wie ich sie haben will. Die hier hat jetzt das Minimum von Level, das ich mit Sam würde, um sie mit in Bossfight zu nehmen. Die werden natürlich auch nochmal gezüchtet und die werden natürlich auch nochmal mutiert und sowas alles. Das Männchen, was hier rumläuft, das ist Level 100. Ja, das ist ja 12 Level weniger. Das sind ja insgesamt 3 Stufen von Leveln weniger, als es haben könnte. Das ist mir eigentlich zu wenig. Dafür, dass die ja doch recht häufig sind. Also wenn es jetzt ein Allosaurier wäre, würde ich vielleicht ein Auge zudrücken, weil ich... Ja, also seit ich die Staffel hier angefangen habe, immer mal die Augen nach Allosauriern aufhalte. Die gibt es sehr selten. Also es gibt wenig Allos. Die sind zwar meistens dann zugleich zu dritt, aber es sind eher sehr wenige an sehr wenigen Orten. Und die sind irgendwie alle immer richtig schlecht im Level. Ein einziges Mal hatte ich einen gesehen, den ich gern zähmen wollte. Und bevor ich, also ich hatte dann diesen Zähmkäfig aufgebaut, so ähnlich wie den hier, aber ich glaube noch ein bisschen größer, weil der ist ja auch ziemlich groß und ich hatte halt Angst, der springt dann irgendwie vielleicht drüber oder so, wenn er zu viel Speed drauf hat. Ja, und als ich den Zähmkäfig aufgebaut hatte und den zähmen wollte, so wie bei dem hier, da war der schon nicht mehr da. Da war er schon vermutlich aufgefressen worden, da war nur noch irgendein anderer da aus seiner Truppe, aber eben nicht mehr der Boss. Tja, und bei dem habe ich das ja auch so gemacht. Ich bin halt rumgeflogen. Als ich den gefunden habe, habe ich das Zähmgehege in der Nähe aufgebaut, das Spiel nochmal ausgemacht und nochmal gestartet, ja, damit es auch speichert. Es gibt zwar auch einen Befehl, aber irgendwie funktioniert der nicht so richtig. Safe Game oder Safe World oder sowas kann man im Chat eingeben, aber irgendwie speichert er dann trotzdem nicht. Und ja, da habe dann die Aufnahme halt gestartet und den hier reingeloggt. Also das ist sozusagen das tragbare Zähmgehege, was ich immer mit mir rumtrage. Ich habe nochmal 2 Rampen weitergemacht, weil das Gelände in die Richtung hier abfällt, in der er eben war. Deswegen brauchte ich 2 Rampen mehr. Ja, und jetzt hoffe ich, dass der hier mal bald aufwacht. Lange dürfte es nicht mehr dauern. 55 Level kriegt er dazu. Ich glaube, mehr waren das auch nicht. Oder waren das 56? Ja, da haben wir sie. Die nennen wir Faula. Super. Boah, cool. Ja, ich habe mir... Hoppla. Ich hatte gehofft, dass die hier nicht angegriffen wird. Wenn ich nicht da bin, sowieso schon mal nicht. Aber auch so hatte ich gehofft, die wird nicht angegriffen. Die werden ja sehr selten angegriffen, die Megatherien. Bis jetzt habe ich eigentlich immer nur erlebt, dass die zufällig in irgendwelche Kämpfe verfickelt wurden. Weil sie, ja, sozusagen zur falschen Zeit am falschen Ort waren und irgendjemand zugebissen, zugeschlagen hat und aus Versehen das Vieh mit erwischt hat, obwohl es nicht geplant war. Und ja, deswegen... Hallo? Nimmst du das auf? Nein, nimmst du nicht? Na, schön. Ups. Ja, deswegen war ich mir ziemlich sicher, die wird hier nicht angegriffen. Und da hatte ich auch Glück. Ja, natürlich, dachte, das wäre der Rahmen. Er hat mich gestern noch gesagt, man sollte die Türen vor dem Rahmen aufheben. Egal. Das ist ja nicht das Teuerste an der Sache. Okay. Dann heben wir den Rest hier auch noch schnell auf. Das und das. Die habe ich nochmal, wie gesagt, zusätzlich gemacht. Bin ich schon zu weit weg? Nee, bin ich nicht. Was höre ich da? Hör auf. Du erschrickst mich. Das darfst du nicht machen. Kommt was? Ja, da hinten ist ein Agentavis. Okay. So, dann heben wir das alles auf. Stopfen das alles in den Agentavis. Der kann es nämlich tragen. Hüpf. Schwupp. Sehr schön. Und dann bringen wir die gute Faula erstmal wieder nach Hause. So, das lege ich mal hier rein, falls wir irgendwie angegriffen werden. Ruff. Und auf Folgen pfeifen. Und dann geht's, ja, hier über den Berg nach Hause. Ich hoffe, wir überleben das. So, ich bin fast da. Wir haben hier nur noch ein Kano. Aber ich bin mir ehrlich gar nicht sicher, ob die Kanos die theoretisch von sich aus angreifen. Also die Raptoren lassen einen jedenfalls in Ruhe. Selbst wenn das Tier gezähmt ist. Häufig ist es ja so, dass viele wilde Tiere in Ruhe gelassen werden, aber sobald sie gezähmt sind, dann werden sie auf einmal doch angegriffen. Aber zumindest die Raptoren haben die jetzt in Ruhe gelassen. Ich glaube, die Kanos lassen den auch in Ruhe. Wir hatten es kurz mal mit einem Rex zu tun, aber wir waren schneller.
Der ist irgendwie hängen geblieben zwischen den Bäumen oder zwischen den Steinen oder sowas. Und erst als sie dann auch hängen geblieben ist, da hat er dann wieder aufgeholt. Aber letzten Endes haben wir es geschafft. So, ich hoffe, die passt hier durch ein Dino-Gate. Das bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher. Die ist ziemlich groß. Werden wir gleich sehen. Passt du theoretisch durch ein Dino-Gate? Auf allen Vieren? Ja, cool. Also ich werde mit der gleich sowieso noch mal ein bisschen rumlaufen. Aber das hier wird ihr Stall. Ich hoffe, da kommt bald noch einer dazu. Ja. Yeah. Nein, ich hänge definitiv fest. Ah, das Innere. Igitt, igitt. Nee. Kann man hier mal irgendwie... Nö. Kann man nicht. Naja, meistens löst es sich ja nach einer Weile. Wir reiten dann auf jeden Fall mit der nochmal ein bisschen aus. Ich musste voll den Argentavis reinbringen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Der Regen hat gerade aufgehört. Wir gucken mal hier ins Inventar. Wir sehen also 4588 Leben. Ich weiß nicht genau, was gut ist. Die 1800 Ausdauer kommen mir ziemlich gut vor. Die 11.100 Nahrung ist krass. Die 1073 Gewicht kommt mir auch sehr viel vor. Die 207 Nahkampfschaden kommen mir jetzt allerdings nicht so viel vor. Deswegen, ja, brauchen wir auf jeden Fall noch mindestens einen weiteren. In der Hoffnung, dass der dann irgendwas anderes gut hat. Aber wie gesagt, ich habe selten mal ein Megatherium gehabt. Ich glaube, bis jetzt erst einmal, als die gerade neu rausgekommen sind. Mit dem habe ich dann auch nicht viel gemacht. Deswegen, ich weiß nicht, was gut ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die können. Okay, Stroh, ein bisschen Holz. Oh, der kriegt auch mal Fasern. Na, das ist doch schön. So, das ist jetzt alles linke Maustaste. Rechte Maustaste. War das jetzt eine Kopfnuss oder was? Ja, ich glaube ja, ne? Genau. Ach nee, mit den Fäusten, ja, das ist geil. C, nischt. Springen kann er auch nicht. Ja gut, das war ja klar. So ein Riesenvieh. Ja, die Megatherien damals, zu der Zeit, als sie gelebt haben, die sind auch tatsächlich von nix und niemanden angegriffen worden. Die sind einfach so groß gewesen, dass, ja, also auch Smilodon und was weiß ich was da die Finger von gelassen haben. Und das Megatherium hat unter der Haut Knochenplatten. Also der ist gepanzert, auch wenn man das ihm nicht so ansieht. Also ein bisschen wie ein Ankylo. Also richtige dicke Knochenplatten, aber eben unter der Haut, unter dem Fell. Und ja, damit natürlich relativ unschlagbar. So, wir werden jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwo ein paar Libellen finden. Deswegen bin ich gerade Richtung Sumpf unterwegs. Da gibt es ja eigentlich immer welche. Denn der bekommt ja diesen tollen Bonus, wenn er Insekten besiegt. Deswegen wollte ich das Megatherium ja auch mit zur Brutmutter nehmen. Das ist zwar eine Spinne und damit kein Insekt, sondern ein Arachnide. Ne? Das ist ja klar, es hat einfach ein paar Beine zu viel. Aber es funktioniert bei denen wohl auch. Ne? Die machen diesen Bonus auch gegen Spinnen. Das ist natürlich ziemlich cool. Wie viel machst du denn so Schaden? Okay, 53 und mit den Klauen 34. Ja, mit der anderen Maustaste macht er definitiv mehr Schaden, aber langsamer halt. Ne? Gut, Fleisch nimmt er jetzt natürlich nicht aus. 90 macht er jetzt. Ja, weil der wahrscheinlich... Doch, er nimmt Fleisch. Das ist ein Allesfresser. Also tatsächlich haben die Megatherien früher auch hauptsächlich pflanzliche Nahrung gegessen, aber eben, auch Fleisch. Wow, jetzt macht er 101 Schaden. Ich habe ihn nicht gelevelt, das ist ja merkwürdig. Ja, geh doch weg. Ich habe doch gar nichts gegen dich, du bist halt nur im Weg. So, eigentlich wollten wir aber Insekten. Mega neue Rasse, die sind häufig hier in diesem Kanal. Vielleicht sind sie auch nur so klein, dass ich sie nicht sehe. Ja, der macht ja diese sehr merkwürdige Geste, wenn man ihn levelt. Also ich gebe der jetzt mal hier... Ja, das sieht komisch aus. Ich weiß nach wie vor nicht so genau, was das sein soll, was er da macht. Oh, egal, lassen wir ihm den Spaß. Ja, komisch, ne? Gegen einige macht er 101 Schaden, gegen andere weniger. Aha. Okay, mit der linken Maustaste kann er sich sogar noch bewegen und angreifen. Na, das kann er halt mit dieser Stampfattacke hier nicht. Da muss er halt stehen bleiben für. Das macht ja nichts.
So, da ist eine Schlange. Das ist aber kein Insekt. Ich weiß gar nicht, ob der auch Trampelschaden macht. Hm. Komisch, wo sind denn die alle? Da ist ein Capro, mit dem möchte ich mich lieber nicht anlegen. Aber vielleicht greift er mich ja auch nicht an. Eigentlich müsste man es ja fast mal ausprobieren, wa? Hm. Keine einzige Libelle zu sehen. Sehr merkwürdig. Dann gebe ich dir mal was hier drauf. Oh ja, 4 Level kriegt er da dazu. Na, wenn er diesen Insektenkiller-Bonus hat, dann kriegt er nämlich so eine rote Wolke um sich immer. Das sind doch welche. Man muss sie halt auch erwischen. Yeah, jetzt macht er die rote Wolke. Und damit sollte er eigentlich mehr Schaden machen. Wenn es mal die anderen Mega-Neuras interessieren würde. Oh ja, er macht mehr Schaden. Das Blöde ist nur, die kommen alle nicht, weil ich die sofort one-hitte. Normalerweise kommen ja, müssten ja jetzt die anderen alle kommen. Yeah. Jetzt kommen sie. Weil ich was getötet habe. Nee, doch nicht. Komm einfach nicht. Hm, aber der Capro ist einfach an mir vorbeispaziert. Klar, der hat gerade was anderes gejagt, aber irgendwie sah doch ganz gut aus. Dann können wir uns ja mal mit dem ein bisschen weiter in den Forst vorwagen. Ach, guck, der kriegt auch gut seltene Blumen. Habt ihr gesehen? Da hat er gerade 15 Stück bekommen mit einem Mal. Hier ist noch eine Mega-Neura. So, wir gucken mal, was da oben jetzt genau steht. Falsche Taste. Hier. Insektenvernichter. Mehr steht da leider nicht. Das ist schade. Hätte ja sein können, dass da steht so und so viel Prozent mehr auf bla und auf bla, aber nö. Es steht nicht da. Da sind doch welche. Juhu! Ja, mit dem wäre natürlich die Sumpfhöhle auch klasse, aber der ist eindeutig so groß, dass er da nicht großartig irgendwie... cool. Ja, zu Potte kommt da drin, ne? Damit kommt der echt nicht weiter. Man kann natürlich, ich habe es schon gesehen, es haben welche versucht, ein Baby halt reinholen und drin groß werden lassen, aber auch dann kommt ihr nicht wirklich weit. So, ich glaube, es wird schon wieder zu dunkel. Ich dachte, man könnte hier vielleicht nochmal das eine oder andere Explorer-Node aufdecken, aber ich weiß halt auch nicht genau, wo die sind. Was hast du hier so für ein Level? Nichts Gutes. Na gut, dann gehe ich jetzt erstmal wieder mit der nach Hause. Und ja, ich mache mich dann irgendwann nochmal auf die Suche nach einem entsprechenden Männchen für die Faula. Okay, ich bin wieder zu Hause. Machen wir sie mal auf, was sie alles so gesammelt hat. Also, wir sehen jede Menge Beeren, jede Menge Fasern, jede Menge Chitin, jede Menge Fleisch, jede Menge Stroh. Na, ist ja ungefähr so effektiv wie der Tirizino, würde ich ja beinahe sagen. Ja, der sammelt ja auch alles, nur dass er halt mehr Holz und weniger Stroh sammelt. Bei ihm ist halt genau umgekehrt. Der Honig, der war natürlich vorher schon drin. Den werde ich auch nochmal rausnehmen und in die Nanny packen, damit die möglichst lange weiterläuft. Ziemlich cool, das mache ich auch nochmal gleich und dann widmen wir uns unseren Explorer-Notes. So, in Ermangelung eines weiteren Nerva, also Gaius Nerva oder einer Meyin, da sind wir ja am allerweitesten, da fehlen mir bei beiden noch genau 6 Explorer-Notes, dann hätten wir sie vollständig. Würde ich sagen, wir machen einfach mal mit dem Rockwell weiter. Da haben wir ganz am Anfang, haben wir da mal 2 Sachen vorgelesen, die 4 und die 10. Aber wie ihr seht, haben wir ja auch 1, 2 und 3 und deswegen fangen wir natürlich bei der 1 an. Das ist er vermutlich. Er ist ja Engländer, er scheint ein Naturkundler, Wissenschaftler zu sein und hat ja zum Beispiel diese ganzen Rezepte und die Narcotics und sowas alles erfunden. Schönen guten Tag und beste Grüße, lieber Leser. Wenn du diese Worte lesen kannst, dann hattest du das Glück, das Tagebuch von Sir Edmund Rockwell, fantastischer Wissenschaftler, galanter Gentleman und extraordinärer Entdecker, zu finden. Na, er ist aber ganz schön von sich selbst überzeugt.
Es bedeutet auch, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass ich auf dieser faszinierenden, doch leider unheimlich gefährlichen Insel, die ich mein Zuhause nenne, bereits mein Ende gefunden habe. Du könntest es auch gestohlen haben oder vielleicht habe ich es auch einfach irgendwo verloren, in welchem Falle ich dich bitten würde, dich entweder zu schämen oder es mir zurückzubringen. Je nach Fall. Schönen Gruß, Sir Edmund Rockwell. Sehr gut, er hat auf jeden Fall Sinn für Humor. Er ist ja relativ modern, aber nicht so super modern. Ich würde mal sagen, irgendwie Anfang 1900, vielleicht 1910 oder 20 oder so. Vielleicht ist er auch spätes 1880 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Da würde ich ihn eintippen, also um die Jahrhundertwende. Ich weiß es nicht, vielleicht liege ich auch total falsch, aber wenn ich mir so die Skizzen und die Malereien angucke, dann sieht das für mich so ein bisschen so aus. Gut, damit fängt also der Rockwell an, wie ich finde, auch ein sehr schöner Einstieg. Die meisten anderen fangen ja eher an mit sowas wie bin ich hierher gekommen, wo bin ich gelandet, ich weiß gar nicht, was los ist. So fangen ja die meisten anderen an. Ja, ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle, setzen wir dich doch mal kurz hin. Ja, so ist es fein. So wäre ich vielleicht auch nachher wieder rausgekommen. Kann man denn eigentlich auch so drauf reiten? Nee, das kann man nicht, okay. Dann würde ich doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge auch schon wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.